Ja, geh mal Brot holen, ja? Brot ist da. Was machst du da? Frisur? Ja. Aha. Fertig, Mama. Guck mal. Ja, hast du dir jetzt doch ein Brot gemacht? Ja, weiß ich. Aber ist er zu weit unten oder zu weit oben? Das ist perfekt. Oh, Mama, guck mal, hier ist nur Brot. Lecker Brot. Ja. Darf ich dir drüber sitzen? Schon was? Da kann ich den hier sitzen. So, na dann, lass uns essen. So, liebe Kinder, ihr zieht euch bitte ordentlich an. Richtig warm. Wir gehen nochmal raus. Ja! Das ist sehr trüb. Es ist sehr trübes Wetter draußen, aber wir gehen trotzdem mal raus und eine Runde spazieren. Ja. Ja, hier ist immer voll mit Müll. Ja, und hier ist Ventil. Ventil geklaut. Ja. Hier. Müssen wir nachher mal neu machen. Papa, alle deine Fahrrad sind weg. Und hier. Oh, rausgeschraubt. Auch kein Ventil mehr drin. Ja, Papa, aber die Luft ist doch. Hier, dieser Müll hier überall. Warum überall an Papas Fahrrädern? Und warum immer bei uns? Anderen Leuten auch. Und da. Da vorne liegt ein ganzes Sofa auf der Straße zum Beispiel. Das geht ja auch nicht. Oder genau da. Ganze Couch hier, was soll denn das? Macht man noch nicht. Oh, kalt ist es. Was bitte? Wie soll es runterkommen? Na hier, rüber. Ja, komm, ich hab hier den Whisky-Behälter. Oh, es ist eiskalt. Na los. Stell dich mal hin. Ja. Hallo. Hallo. Na ja, komm. Halt dich fest am Seil. So. Wunderbar. Papi, ich hab das. Ja, schaffst das. Hallo. Ich hab das alleine. Ja, ist zwar ganz langsam, aber ich schaff das. Hältst du fest? Fein, ja. Ja, und fein. 1, 2, 3.
Ja, du hast ja geflogen. Das war ja was. Au! Au! Sehr gut. Au! Nochmal? Nein. Nein. Hast du so gut gemacht. Wir gehen nach Hause. So, nächste Müllecke hier. Das ist eine Katastrophe. Das sind aber mehrere. Noch ein anderes Grundteil. Oh, ja, ja, eine freie Auswahl. Ja, hier Vandale. Vandalieren. Flaschen auch kaputt. Ich denke auch nicht an die Leute, die da eventuell sich verletzen könnten oder so. Naja, in dem Moment wahrscheinlich nicht. Sind sie betrunken und alles. Na? Alles gut? Hallo. Hallo. So, meine Handschuhe. Ja, Handschuhe, schön, ja. Lele. Und dann Bumbo. So, jetzt wird ein Koffer gepackt. Na siehst du, machen wir kurz mal draußen, wenigstens was. Oder? Jo, Mini, drauf geht die. Das haben wir gleich wieder weg. Hier sind die Engel. Für Mutti. Das machen wir. Das ist Wäsche, kommt nach oben. Langsam muss ich hier wieder ein bisschen Platz schaffen, deswegen bringe ich jetzt ein paar Kisten wieder raus. Die Sachen, die eingestellt sind, sind hier diese ganzen, das ist ja eher als ein Posten ab 1 Euro, ich glaube, das bringt auch nicht mehr als 1, 2 Euro, das sind diese ganzen Periroden-Hefte. Ja, die sind drin bei eBay. Wie gesagt, da hat man früher ein Stück 1 Euro bekommen noch für so ein Heft. Das sind jetzt hier 2.500 Hefte oder so. Für ab 1 Euro alle zusammen, nur an Selbstabholer allerdings. Ja, die müssen jetzt erstmal raus, die sind eingestellt, die sind quasi, nehmen jetzt Platz weg, kommen sie erstmal weg, kommen jetzt in die Garage. Aber mal gewinnt man, mal verliert man, deswegen, also wie gesagt, da lernt man immer dazu. So ist es im Leben, mal so, ein Auf und Ab. So, jetzt ist alles weg, was ich fotografiert hatte. Das ist alles jetzt weg. Jetzt wollte ich nur noch nach neuen Sachen schauen, wo ich Fotos machen muss. Und eigentlich die anderen Sachen können dann wieder nach oben hoch. Lateinisches Unterrichtsbuch für Drogisten, das ist für mich sehr interessant. Das behalte ich selber. Also das ist ja, sind ja alle meine Sachen. Fußballpraxis, das kann weg mittlerweile. Kann zum Trödeln. Obwohl es ein sehr interessantes Buch ist, weil dann hört es auch. Kann auch zum Trödel. Bernstein-Konvolut, das kann ins Auktionshaus. Das werde ich ins Auktionshaus geben, so als Konvolut. Musikinstrumente, ja, die wollte ich eigentlich aufheben hier, weil. Ja, die kommen nach oben zu uns. Das sind unsere. Das ist ja alles hier unser Privatzeug eigentlich. Die Heißklebepistole kommt wieder zu den Werkzeugen. Eine alte Puppe, Ilko. Ja, die fotografieren wir mal. Die könnte wirklich was wert sein. Ja, ich meine, mit abgenähten Daumen. Schauen wir mal. Sie hat irgendwann mal gekauft, ich weiß ja nicht mehr wann. Dann stand sie ewig bei uns im Flur und eigentlich ist es zu hässlich, dass Kinder damit spielen. So hart, wie sich das anhört. Das ist so. Diese viele alte Puppen, wenn man sich die genau anschaut, die sind eigentlich erschreckend für Kinder. Das würde heute kein Kind mehr mit sowas spielen. Die würden da eher Angst vor kriegen. Also auch bei der. Also mal gucken, wo ich die fotografiere am besten. Wunderbar, interner Speicher voll. Ich fotografiere so rum, also nehme ich sie mit hoch.
Okay, also die ganze Kiste kommt hoch. Jo, was haben wir jetzt hier noch? Jetzt haben wir hier einen Haufen Bücher. Fantastische Bücher. Ja, aber ich habe ja den Sammler aufgekauft komplett. Da gab es dann auch die Romane mit dazu und vielleicht sind die wenigstens was. Also hier verweht im Weltraum. Weltenraum. Oder aus dem Überall und anderen seltsamen Visionen. Ja, die habe ich überlegt, werde ich auch vielleicht einzeln fotografieren. Und dann irgendwie Stück und Fünfer weg. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie die handelt werden. Ich bin da der Falsche dafür. Ja, ein Stück und Fünfer machen. Hab echt keine Ahnung davon. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist so viel. Als Posten kauft es mir wieder keiner ab. Das ist das Problem. So, was haben wir hier noch? Briefmarkensammlung haben wir noch komplett hier. Nicht geplünderte Briefmarkensammlung. DDR, Bundespost, Deutsches Reich, 1901 bis 45. Alter, ganz ordentlich. Berlin 97 bis 2001, 91 bis 97, herrlich. Alles dabei. Naja, muss ich halt nur einen Computerchip holen, einen Speicherstick und dann kann ich fotografieren. Lecker, lecker, es gibt wieder was zu essen, ole, es ist ja wirklich wie immer hier. Da ist es dich. Oh, danke. Jo, wie immer was zu essen. Oh, Mensch, so viel zu essen. Das ganze Leben besteht eigentlich nur aus Essen, Schlafen und ein bisschen auf Toilette gehen. Und was trinken. Und trinken, genau. Schlimme Runde hier. Ey. Hm? Den gleichen Text, den ich hatte. Was? Ja. Blumen. Schlag sie bloß. Komm mal kurz. Willst du einen Keks? Nein! Er hat so viel Schoko für mich geholt. Danke. Nicht für dich, für mich. Für uns alle. Skani! Oh, ich war hier. Dein Kampf! Da hinten und dann ganz lecker Schlachtwurst. Es gibt auch Fleisch, ja. Guck mal, Oma, hat die Schenkel gemacht. Ja. Ich habe gehört, du hast ein schönes Zeugnis. Hier, Film. Skali, guck mal. Hier. Hast du ein schönes Fischwolle? Die Karte hat Mama. Natur. Naturhaar. Naturwolle. Ja, schöne Haare. Ja. Na, das hatten wir ja schon. Aber willst du auch ja. Oh, Tommy, mein Gott. Fotograf, also du machst es dir, sonst wenn ich Kaffee kriege. Aber du willst keinen Schein bei uns zu Hause. Die haben sie jetzt aber zu eingepackt. Oh. Was denn? Oh. Ich hab das. Dir helfen. Da filmst du jetzt, aber. Ja. manchmal erzähle ich irgendwas. Dann soll ich helfen? Ja, ich hab gesehen, der ist jetzt in der Ecke am Essen. Also die Ruhe am Essen. Seine Rätin, das ist doch ein Futter. Manchmal gibt es da auch einen Spruch vor.
Oh, ich schicke das raus. Schneide das raus, schneide das. Ich hab meine Haare nicht gemacht. Oh, Essen. Lecker. Ja, guck mal. Louis. Mies, Gadi ist das. Guck mal. Kann man schon mal verwechseln bei so vielen Kindern? Ich verwechsel alles. Wenn ich schon halb zu Ende bin. Das ist jetzt so gut. Ja. Darum auch den Rauschdruck. Aber kann ich nicht. Nein, es geht nicht schon. Trink erst mal deine Rauschdruck. Das ist bei meiner Wurzel. Das ist eine große Tasse. Ich kann nicht. Oh, shit. Nein. Wie willst du dich nicht umsonst ausziehen? Die Kamera. Ach, da ist die Kamera. Läuft die? Nee, läuft nicht, wa? Doch, die läuft. Manchmal auch, wenn ich knuppel, dann denke ich, oh Gott, hoffentlich hat es das nicht gefällt. Ich kann ja nicht mehr. Macht er ja manchmal nicht. Die Kamera ist an. Ja? Ja? Also, du stehst im Weg. Ganz klar. Tommy ist nicht da. Ich weiß es auch nicht, du hast auch Computer. Ja. Jetzt gehst du damit. Aber ist ausverkauft. Jetzt im zweiten, wo ich gedacht habe. Gott sei Dank. Wir machen gute Bilder, die Dinge. Ich finde immer eure Vorspeise, wo du rupst. Mit viel Licht geht das, aber mit wenig. Also wenn du merkst, wenn du bei wenig Licht merkst du schon, die Bilder sind. Das passt nicht dazu irgendwie. Ja, was? Aber ich finde immer so, ich finde Skadi ganz nah. Ja. Die füttert immer die Kamera. Wenn die Skadi kommt und zeigt immer so ganz genau in die Kamera, was das finde ich auch so schön. Ja, die füttert die Kamera immer die beste. Danke! Was, danke? Nee, ihr nehmt die Kamera nicht mit. So, wo ist denn hier? Das ist viel. Ja. Jas. Ja. Aber nicht wie Eltern, ne? Moppa. Meine Eltern werden wohl nie zu Besuch kommen. Niemals. Kannst du deine Mutter, wenn wir jemals wiedersehen? Ja, maximal durch Zufall. Ich hatte mich abonniert auf YouTube. Bestimmt, ich meine, da kommt man ja drauf, wenn sie, wird sie bestimmt auch mal googeln oder so. Und dann wird sie ja drauf kommen. Dann wird sie das ja sehen. Guckt sie sich vielleicht an. Liebe Mutti, vielleicht guckst du ja mit. Dann herzliche Grüße. Oh, ich mache ja noch ein zweites Video gerade fertig. Mit Fotos. Kling. Nö, dann mache ich jetzt noch ein paar Fotos. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann will ich schneiden. Hm? Ich hab Hunger. Wie? Gehen wir noch zum McDonald's? Was? Ich dachte, ihr habt da noch gegessen. Ich, ja, ich hab gekocht. Dann ich hab wieder Hunger. So Quatsch, ey. Oh Mann, ey. Die denken wirklich, wir geben den Kindern nichts zu essen hier. Die Nuki. Das ist für Leon. Ich hab den ganzen Tag noch nichts getrunken. Der Junge. Ja, genau. Genau. Der war auch so, stimmt. Gerade was die Trunken zu Hause beim Losfahren angekommen und er ist völlig dehydriert. Ja, ich werde jetzt ein paar Fotos machen. Wie gesagt, ich mache jetzt ein paar Fotos und dann sehen wir uns gleich morgen wieder. Morgen. Was ist denn morgen der Plan? Morgen ist Montag. Morgen ist Montag. Morgen ist Fensterbanktag. Ja, entspannte 4 Tage. Wow. Na gut. Jetzt wieder total ruhig. Immer wenn jemand hier ist, zu Besuch ist, ist immer so, hey, hey, Dewitzka und Heidi Dai. Und jetzt ist alles ruhig. Keine Kinder mehr da, nichts. Man fühlt sich richtig einsam. Na gut, in diesem Sinne, wir sehen uns morgen. Macht es gut. Bis dann. Ciao.